Einen wunderschönen guten Tag, Couchos. Nächste Folge, Alex. Und ja, ich hatte ja gesagt, eigentlich gesagt, dass ich das nächste Mal mich um meinen Vater kümmern möchte. Aber mir ist eben eingefallen. Holy shit, wie viele Hauptmissionen. Das hier müsste. Richtig? Ja, genau, das da will ich haben. Die Frage ist jetzt nur, bevor ich hier weggehe, ist hier irgendwo ein Teleporter? Man, jetzt ist der andere nicht ewig weit weg. Das sage ich ja, gebe ich ja gerne zu. Was gehört ihm übrigens nicht? Das ist ihm, glaube ich, egal, wenn ich hier Sachen mitnehme. Vielleicht kann ich mich auch hier gleich einmal schlafen legen irgendwo. 1848, okay. 1848. Gucken, wo der Tresor ist. Da ist der Tresor. Den musste ich ja lange suchen. 1848. Enter. Geht doch. Ja, okay. Nicht so richtig der geile Scheiß da drin, aber. Ja, gut. Ich will mich nicht beschweren, ist geschenktes Zeug. Hat er hier echt kein Bett irgendwo stehen? Ich meine, ich glaube tatsächlich, dass er nicht normal schlafen wird, wie jeder andere vernünftige Mensch auch. Aber. Ich meine, trotzdem wäre hier doch ein Bett cool. Wobei es wird gerade hell, wenn ich das richtig sehe. Wenn ich das richtig sehe. Ich bin nicht gut genug. Egal, ich schlafe trotzdem mal bis zum Morgen. Da hinten liegen noch irgendwelche Pläne oder. Ne, könnte auch Elektroschrott sein. Ja, ist Elektroschrott. Ich müsste echt mal Schlösser knacken, noch eins weiter skillen. Bei ein paar Dreiertruhen bin ich jetzt schon begegnet. Okay. Kann ich von hier vielleicht irgendwie einen Teleporter. Systemoptimierung eingeleitet. Empfehle sich da oben drauf stellen. Okay. Da hinten sind noch irgendwelche Gebäude. Aber da sehe ich es auch nicht. Also ich sehe hier keinen Teleporter. Muss nichts heißen. Irgendwo könnte hier natürlich noch einer sein in der näheren Umgebung. Aber ich würde sagen, wir begeben uns einfach mal Richtung Quest. Vielleicht ist da in der Nähe auch nochmal irgendein Teleporter. Ansonsten ist, wie gesagt, der andere ja nicht so weit weg. Da muss ich ja nur aufpassen, dass ich halbwegs vernünftig da wegkomme. Nicht unbedingt ins Wasser. Jetzt habe ich irgendeine Pflanze stehen lassen. Egal. Hier sind auch irgendwie Industriegelände. Ich weiß noch nicht, wo ich hier gerade hingehe. Und vor allem weiß ich nicht genau, wie ich dahin komme. Das ist irgendwie eine alte, verlassene Fabrik, hat er ja zu uns gesagt. Und da sollen wir ja was für unseren Gleiter finden. Hinten ist ein Eingang. Ja, komm. Ich speichere lieber mal, weil ich einen sehr langen Weg schon gegangen bin. Und jetzt nicht irgendwie dumm sterben möchte. Beziehungsweise. Nein, ich möchte dich nicht ansprechen. Nicht, wenn ich jetzt sterbe, den Weg einmal komplett neu laufen muss. Da wäre ich ganz hart dagegen. Oh, da vorne ist ein bisschen härter. Überlebenswahrscheinlichkeit extrem niedrig. Schaffe ich den? Weiß es tatsächlich gerade gar nicht. Ja, okay. Ich habe mittlerweile so viel Ausdauer, dass die Dinger nicht wirklich ein Problem darstellen. Okay, komme ich jetzt hier sinnvoll hoch? Ja, hier ist eine Straße.
von hier schaffe ich es doch hoffentlich, in diese Fabrik reinzukommen. Ich hätte da jetzt auf den Berg hochfliegen können, ja. Aber Berg hochfliegen ist auch immer so eine Sache. Mal kommt man vernünftig hoch, mal rutscht man wieder irgendwo ab, weil da nicht wirklich was zum draufstehen ist. Und deswegen... Ja, ist es mir so dann doch lieber. Okay, ich hoffe jetzt einfach mal, dass das Ding hier nicht radioaktiv verseucht ist. Struktur einsturzgefährdet. Tödlicher Unfall. Wahrscheinlich. Gut zu wissen. Ein relativ Low-Gebiet hier, so von den Gegnern her. Also ich meine, ja, unten hatten wir die Chimera oder ich weiß gerade gar nicht, wie es denn heißt. Aber hier haben wir jetzt Gegner irgendwie 20 und 60 und 40 XP geben. Das ist halt nix. Kleiner Heiltrank. Oh, den gucken wir uns mal kurz an. Alter Notizzettel. Vielleicht hilft der uns hier drin ja irgendwie. Ist das oben direkt? Alter Notizzettel. Notiz an mich selbst, nicht vergessen, morgen zum Geburtstag zu gratulieren. Ja, wow, okay. Alles klar. Also einen kleinen Tresor, den müsste ich doch hacken können, oder? Sieben, acht, fünf, sechs. Okay. Dann haben wir 4, 7, 2, 6. Eins, sieben, null, sechs. Geht doch. Das letzte, was übrig blieb, wenn ich mich nicht irre. Okay. Ja, ich habe übrigens gesehen, ich habe die ganze Zeit der Panik gemacht, weil ich dann nicht mehr auf die Zeit geachtet habe. Aber man muss nur, also sobald man einmal auf Hacken geklickt hat, setzt sich die Zeit zurück. Tja. Oh, der gibt 90 Erfahrung? Krass. Damit hat er jetzt nicht gerechnet. Irgendwo knurrt hier was. Hier drin? Da drin. Oh. Lass Crony in Ruhe. Jetzt ist Crony wieder da. Und wird gleich erstmal wieder brauchen, bis er sich regeneriert. Das weiß ich übrigens immer noch nicht. Ja, ich nehme jetzt relativ viel im Voraus auf. Das heißt, ich kann nicht wirklich auf Tipps eingehen. Das hatte ich ja in der letzten Folge schon angekündigt. Trotzdem könnt ihr mir gerne mal sagen, ob ich irgendwie Crony heilen könnte irgendwie. Wobei ich auch nicht weiß, ob ich meine menschlichen Kameraden heilen könnte. Okay. Eigentlich muss ich runter. Ich dachte, wir würden große Dinge vollbringen. Aber anstatt die Geheimnisse des Universums zu ergründen, beschäftigen wir uns mit realitätsfernen Zukunftsideen. Immer nur Brennstofftests, Simulationen zur Beständigkeit von Materialien bei hoher Strahlungsbelastung, synthetische Herstellung von Sauerstoff. Was soll das? Um Sonden ins All zu schießen, brauchen wir solchen Mist nicht. Okay, das war also ein Mitarbeiter hier. Da liegt auch noch was, oder? Da liegt auch noch was. Wo geht's denn runter? Ich muss hier einfach einen Weg runterfinden. Wo könnte... Aber auf der Map sehe ich nichts, oder? Hm. Nee, auf der Map kann ich nichts erkennen. Oh, da kommt noch was. Es gibt jetzt ja sogar ein bisschen Erfahrung. Kommt jetzt alle an? Ne, ich glaube eigentlich nicht.
Die Frage ist, komme ich halt wirklich irgendwo unterirdisch rein hier? Also in diesem Gebäude hier schon? Oder muss ich, oder gibt es irgendwo anders einen Tunnel, der mich da dann halt hinbringt? Nee, nicht Crony ansprechen. Wie oft ich es schaffe, Crony anzusprechen. Ich weiß, ich habe das schon ganz, ganz oft gesagt. Überlebenswahrscheinlichkeit im kritischen Bereich. Aber ich finde es weiterhin einfach unglaublich geil, diese Charakterentwicklung mitzumachen. Nicht jetzt, nicht mal unbedingt so vom, von der Persönlichkeit her, aber so von der Erfahrung, die man sammelt und so von den Fähigkeiten, die man bekommt. Das finde ich unglaublich geil weiterhin. Also während wir am Anfang wirklich super viele Probleme hatten, auch nur gegen einen kleinen Gegner zu kämpfen, können wir jetzt hier einfach durchrennen. Aktuell kann uns ja quasi kein Gegner hier was anhaben. Hier gibt es einen Aufzug nach unten, das ist schon mal interessant. Ist denn hier oben noch irgendwas? Alter, hier wird doch irgendwas sein, komm. Nein? Was ist das hier? Ist hier wirklich nichts oder um es zu? Toll. Dachte ich mir, oh, kannst du dich nochmal oben umgucken? Oh, hier kann ich mich noch umgucken. Eigentlich muss ich ja nach unten, ich weiß. Aber es ist halt immer sehr verlockend, sich alles anzugucken. Da hängt noch etwas dran. Nice, damit haben wir auch das nächste Vier-Häuser-Ding noch. Ich glaube, das Ding greift Crony unten an. Ist mir ehrlich gesagt jetzt gerade erstmal egal, weil kann eh nichts gegen tun. Ja, ja, er kämpft unten gegen Crony. Warum auch immer Crony nicht einfach mit mir hochgeflogen ist. Crony. Oh. Das hat wehgetan. Das hat echt wehgetan. Komm, essen wir nochmal zweimal. Und speichern wir mal. Weil da hatte ich gerade echt Schiss vor, dass das Ding mich jetzt auf einmal hier finisht und ich lange nicht gespeichert habe. Ich mir hier oben aber eigentlich schon relativ viel angeschaut habe. Also Metallschrott. Ja, ich werde gleich einfach mal den Aufzug runterspringen. In der Hoffnung, dass da unten dann was ist. Ist kein Tresor. Boah, wie riesig diese Welt ist. Also wo ich hier jetzt gerade bin. Hoppala, erstmal wieder rollen. Okay, hier ist aber nichts. Na, doch, da liegt sogar noch eine Magnesiumfackel. Schrott noch, noch mehr Schrott. Schrott. Okay. Wie heißt das Gebiet hier eigentlich? Sehe ich das irgendwie? Nee. Vielleicht hat es da gestanden, als ich das betreten habe. Das weiß ich gar nicht. Okay, ich gehe mal zu den Aufzug. Ich kann da immer was aufheben, ich weiß. Ich habe gerade einen Drohnenhals. Ich will nicht husten. Okay. So, kann ich das Ding hier in der Wand noch looten oder ist das... Ja, kann ich. Oh, das sah ziemlich geil aus, wie das da drin hing gerade. So, ich bin auf der richtigen Ebene.
Alter, was sind das jetzt hier für Geräusche? Da ist der Aufzug wieder. Okay, ich hätte auch einfach das Treppenhaus nehmen können. Aber es wäre zu einfach gewesen. Dass sie mir hier kleine Heiltränke hinstellen, ey. Wenn ich kleine Heiltränke bräuchte. Es tut mir leid, Sir. Der Doc hat mich aus seinen Laboren verbannt und das kurz vor einem entscheidenden Durchbruch. Sobald diese Phase vorbei ist, wird er hoffentlich selbst Bericht erstatten können. Außerdem bitte ich jetzt bereits in seinem Namen um einen genauen Statusbericht der anderen Forschungsstation. Hohes okay. Risiko erkannt. Empfehle sofortiges Entfernen. Keine Chance, Crony. Keine Chance. Wir werden uns von hier nicht entfernen. Ist da hoch. Hier hinten rein muss ich. Ich höre keine Gegner. Das ist immer schon mal ein gutes Zeichen. Gut, auf der anderen Seite könnte man auch sagen, es ist zu ruhig. Aber ich bin nicht gut genug. Ich lasse hier so viele Sachen jetzt liegen, dadurch, dass ich das Schlösserknacken nicht hoch genug habe. Das ist bitter. Ist jetzt dieser Ring da draußen runtergefahren? Sehe ich das richtig? Ja, das sehe ich richtig. Okay, es legt auf jeden Fall irgendwas noch weiter unten frei. Alles klar. Zu einfach. Das war jetzt mal eine nette Truhe. Da musste man nicht groß nachdenken, musste nicht probieren, sondern es war von vornherein einfach, ja, geh einmal nach rechts und dann gehst du wieder nach links und dann bist du fertig. Das ist doch schön. So, die Truhe da war... die ich nicht mitnehmen konnte. Okay. Das ist mal ein cooles Gebiet hier, aber muss ich sagen. Prinzipiell bin ich nicht der Fan von Dunkeln, weil ich keinen Bock habe, irgendwie die Dinger in die Hand zu nehmen. Aber das macht ja nichts. Metallschrott. Hier, ich habe Gegner wieder. Fuck it. Ich habe einen Fass getroffen. Einmal so. Und zweimal so. Da habe ich echt auf dieses Fass da gerade geschlagen. Oh, jetzt können wir einen mächtigen Heiltrank herstellen. Das ist auch praktisch. Aua. So. Gefühlt habe ich FPS-Einbrüche, aber wenn ich mir die FPS angucke, ist alles gut. Kommt noch was? Nicht immer Crony. Das Problem ist einfach, dass ich hier gerade habe, dass es hier einfach so unglaublich unübersichtlich ist. Wenn ich hier halt irgendwie was sehen würde. Nee. Alter. Sehr gut. Das Ding hier wird mir noch gute Dienste leisten. Kann ich den hacken? Kann ich. Ist gleich. Was? Ist gleich? Hä? 7? Ist... 4... 4... Achso, ich kann die Zeit zweimal benutzen. Ah, okay.
Das wusste ich gar nicht, dass ich eine Zeit zweimal benutzen kann. Die 7 kommt drin vor, aber ist nicht... Moment, ist zweimal nicht da? Ah ne, die 7 kommt überhaupt vor. Okay, 4, 4. 4. 5. 5. Ah ne, es geht nicht. 1, 7. Okay, dann haben wir entweder 5, 5. 1, 7. Geht doch. Ja, okay. 4 blieb jetzt tatsächlich auch gerade nicht. Okay, ich will jetzt eigentlich nur noch kurz schauen, ob hier noch irgendwas ist. Und noch die Memoiren, die müssen wir dann... Ah, da, 5517, da hätte es auch bestanden. Aber es sieht für mich so aus... Das ist ein Bild, alles klar. Es sieht für mich so aus, als wären wir hier durch, wenn ich das richtig sehe. Ja, hier sieht es mir nicht so aus, als gäbe es hier noch was. Es war tatsächlich für... eben dieses Ding da und mehr ist hier auch nicht. Die Memoiren lesen wir uns irgendwann nochmal durch. Das machen wir jetzt aber nicht. Wir waren erfolgreich. Wir hatten sogar ein bisschen Action. Wenn es euch entsprechend gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Ja, und beim nächsten Mal gucken wir dann, was wir hier für weitere Missionen für die noch haben. Bis dahin. Haut rein.